Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Kebab-Simulator. Nein! GameStore Simulator. Beim Kebab-Simulator habe ich einmal gesagt, herzlich willkommen bei GameStore Simulator. Nee, jetzt reicht's. Ich muss konzentriert sein. Auf jeden Fall, wir öffnen jetzt den Laden und legen los. Ich habe mir jetzt nichts verändert. Ich habe nur ein bisschen Puzzle aufgefüllt. Und das war's. Weiter geht's. Auf zwei erfolgreiche Tage. So. Ja, Terrorgockel ist auch wieder da. Attacke. Attacke, Attacke. Oh. Ach ja, komm her, hier. Nimm dies, nimm das, nimm jenes. Du Hohlkopf. Du Melonenschädel, Kürbiskopf. Naja. Der lässt sich nicht beeindrucken. Das ist ein harter Hund. Sehr harter Hund. Okay, Mädels, rein hier. Ah, die Sachen stehen zu weit weg. Ne, ihr müsst zu weit laufen. Deswegen ist das euch zu teuer, ne? Das ist die Mühe gar nicht wert. Okay, die ersten beiden sind schon mal zufrieden. Nein, nicht ganz. Was hast du weggespült? Ah, Sandburg. Okay. So, dem ist bestimmt wieder zu teuer. Ich hole schon mal den Knüppel raus. Ein? Wow. Okay. So. Immer juckt meine Nase. Das ist doch nicht mehr normal. So. Und alle werden seekrank. Ei, ei, ei. Ich liebe das mit glücklichen Kunden. Da kommt schon wieder so ein Gelber. Na, 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 na. Komm schon. Ja, komm, sag, dass es teuer ist. Wenn du möchtest was wissen. Erst die Dame. So, Planierraupe. Dann warst du. Du möchtest Chaos mit Fahrzeugen verursachen. Geh weg. Und du möchtest ein schweres Rätsel haben. Okay, kriegen wir hin. Da kommt der nächste Gelbe. Ich weiß es. Okay, dann halt so. Beruflich Planierraupe, kriegen wir hin. Nach diesem Tag, ja, also wenn wir jetzt hier den Laden geschlossen haben, werden wir einmal zum Autohändler gehen, denn es sollen neue Autos geben. Wir gucken einfach. Also, neue Spielkategorien gibt es nicht, neue Regale gibt es nicht. Du möchtest Kombos? Hier, dann hau jemanden auf die Fresse. Gut so. Ja, Dekoration müssten wir vielleicht mal gucken, ob es die Neues gibt. Da stand jetzt nichts von in den Notizen. Von dem Update. Wir gucken einfach mal. Wir schauen beim Autohändler und wir schauen beim Dekoladen, ob es irgendwas Neues gibt. Was ist denn los, meine Fresse? So, da hinten, ganz weit weg. Du müsst aus dem Alltag entfliehen und Abenteuer, ja. Wie gut, dass du schon davor stehst, nicht wahr? Sandburgen, hier dieses. Dieses und jenes. Was darf sein? Planierraupe. Ich drück doch wie ein Bekloppter. Nimm doch hin, Mensch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ich im. Okay. Ah, seht ihr hier? Der Gelbe ist es aber. Blöder Sack. Aha. Der denkt, Wunder, was er ist, nur weil er eine gelbe Jacke anhat. Bin schon da. Moment, ich guck mal so in die Richtung. 2D, ja. Mach mal ein bisschen schneller sauber hier. Los, sieh zu. Ja, gib Gummi. Hehehe, warte. So, jetzt? Was hast du jetzt davon? Aha. Oh, falscher Knopf.
Guten Tag. So. Aha. Was machen wir? Ich würde gerne irgendwas Blödes machen. Den du bauen kannst. Ja, da, beim Aufbau. So, aber wir können nichts Blödes machen. Hier gibt's einfach nichts. Oh, da ist eine Frage. So, wo du was aufbauen kannst. Oh, immer dieselben Fragen. Ey, lass mich durch. Hm. Was ist mit dir los? Der war bestimmt zu teuer wieder. Toll, kriegt einfach eine so. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber... Das war bestimmt so. Strategische Entscheidung. Ja, ja, mein Gott, nimm doch einfach. Hm. Ja, ey, au. Mama mia, was ist los hier? Aha. Das ist ja wie damals in der Schule. Die schubsen dich einfach hier hin und her. So. Gib Gummi. Was haben wir denn hier? Auto? Wo die Reifen im Boden sind? Okay. So, ich glaube, ich stelle mich doch wieder hier hin, ne? Hier sehe ich doch wieder besser. Nichts führt da dran vorbei. Ich komm schon. Hm. Boah, der rote Balken füllt sich aber schnell auf, ne? Hm. So, hier irgendwas? Aha. Weiß nicht, ob die... Sollen wir sie lassen? Weiß nicht. Die gehen mir auf den Sack, dass die immer sagen, ist zu teuer. Was für ein Penner. Hm. Nächstes, du warst gerade mit meiner Kamera los gewesen. Ich war gerade total unscharf. Dabei bin ich eigentlich mega scharf. Aber, okay. Guten Tag. Ey, hau mal ab. So, du möchtest beruflich eine Planierraupe machen. Oh ja. Das hätte ich auch gerne, dieses Glück. So, 10 Minuten noch. Sieh zu. Kauf den da. Oh, ganz schnell. Ja, ja, ich weiß, du wolltest das haben. Was ist mit dir? Sehr gut. 2 Stück haben wir noch abkassiert. Ja. So muss das. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Aufbau. Hier. Aufbau. Hey, was war denn das schon wieder jetzt? Du wolltest mich doch echt verarschen, oder? So. Jetzt nehmen wir den. Machen da auch 17 und ballern das hier oben drauf. Einmal runter. Oh, die 2 Stück machen wir. Nein, die machen wir nicht. Die lassen wir einfach offen. So. Okay, hat sich erledigt. Und nächste Dach. 1256. Schon ein bisschen mehr als vorhin. 20 Mitarbeiter. 37, 2. Okay, 3 Stück. Und ich glaube, 2 Stück davon habe ich wenigstens verprügelt, oder? Ein schöner neuer Tag. Dieser Gockel. Warum ist eigentlich immer die Maus im Weg? Warum ist immer die Maus da? Was ist denn hier los? Ich bin traurig. So. Hör ich was? Hör ich. Ich habe noch kein Pling-Pling gehört hier. Kein Katsching. Was ist los, hä? Lad doch mal die Kunden ein bisschen schneller ein hier. Heute, du kaufst was, ne? Wehe nicht. Ich folge dir. Ich folge dir. Hab mal keine Angst. Aha. Und wehe, du kaufst nicht. Wehe, du beschwerst dich. Hm. Okay, keine Beschwerde, eine Frage. Hm. Handbogen. Okay. Der wollte nur nicht haben. Dem war es nicht zu teuer. Und das ist ja in Ordnung. Man darf ja Meinungsfreiheit haben. Es sei denn, man sagt, es ist zu teuer. Dann gib's aufs Maul. Das sehe ich einfach nicht ein. Mich haben die Spiele auch Geld gekostet. Mir? Haben die mir Geld gekostet? Mir haben sie Geld gekostet? Mich haben sie Geld gekostet? Boah, Grammatik ist heute absolut nicht mein Ding, ne? Also... Mir, mich? Eigentlich ist das so einfach, ne? Heute nicht. Hm. Abenteuer. Hier ist ja noch jemand mit einer Frage. Du möchtest auch Abenteuer. Aha. Kannst du haben. Da ist noch eine Frage. Ja, Action, ne? Nimm doch die Action einfach. Nerv mich doch nicht.
So, das ist da drüben. Da ist noch eine Frage. Putzle. Nimm Putzle. Das müsste eigentlich reichen. Putzle. Okay. Ach, Junge. Muss ich deine Arbeit jetzt auch noch machen, oder? Was machst du hier? Okay. Vielleicht sollte ich aufhören. Nicht, dass ich ihn hinterher kaputt mache, weißt du? Aha. Hihihihi. So. Aha. Aha, aha, aha. Ich warte immer noch auf den Diebten, aber der kommt ja nicht, solange der Security-Typ da vorne steht. Okay. Ist da hinten eigentlich schon mal einer lang gekommen und hat gesagt, es ist zu teuer? Oder waren die immer hier vorne? Ich wüsste das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, du möchtest Gewalt enthalten. Oder Gewalt erhalten. Hm. Hm. So. Was kann ich dir antun? Du möchtest eine Planierraupe fahren. Geh weg. Ah. So, so, so. So und nicht anders. Aha. Da kommt schon, Leute. Aha. Ja, Frage. Ich hab's ganz genau gesehen. So, du möchtest Sandbogen bauen, ist kein Problem. Und du möchtest Action. Action ist ganz vorne. Was gibt's? Frage? Kein Problem, kann ich bestimmt beantworten. Da gibt's keine Frage. Die hat aber auch nichts gekauft, ne? Oh, ich wünschte, man könnte echt den ganzen Laden hier ein bisschen umgestalten. Auch eine andere Kasse kaufen. So ein bisschen was Moderneres, weißt du? So ein schicker Tisch hier. Das wäre doch der absolute Hammer. Ja, Puzzle. Puzzle. Nimm das einfach. So, wir haben wieder 19.000 Dollar. Er ist noch schön am Saubermachen. Er passt noch schön draußen auf. So, 16 Uhr 9, 10. Ach, im Moment läuft's doch. Wird nicht großartig geschimpft. Die Leute wissen, was sie wollen. Gut, manche aber auch nicht. Ja, aber es läuft. Und ich muss nicht so oft einkaufen gehen. Wenn ich Glück habe und den Kram hier verkauft habe. Ja, nicht, wenn ich Glück habe, sondern definitiv habe ich mehr als vorher. Was ein Blödmann. Ich verkaufe die Dinger so teuer. Natürlich muss ich da Gewinn raushauen. So. Komm schon. Ich bin jetzt der Tannenbaum. Ihr seht mich nicht mehr. Oh, aber ich muss euch sehen. Was soll denn das? Geh doch mal weg. Ja, das. Du brauchst Action. Ist kein Problem. Dann nimm doch die Action. Jump and Run. Und du möchtest eine Planierraupe. Du hast... Ey! Ey, nein, 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 nein. Nein, ich wollte den noch fragen. Was soll denn das? Okay. Die haben das rausgepatcht, so wie es scheint. Jetzt, kriege ich die nicht mehr, wenn die das nicht
wenn der Laden zumacht und die gerade noch eine Frage hatten. Okay, jetzt ist es auch weg. Ja, gut, ne? So ist es dann halt. Okay, meine Freunde. Das war's dann. Nächste Folge, bevor die ersten Kunden kommen, filmen wir hier das ein oder andere Regal auf. So, obwohl eigentlich auch mal gar nicht, ne? In der nächsten Folge geht's genau hier an dieser Stelle weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und kommentiert ohne Ende. Bis dahin, macht's gut und ciao.